Hallo, in diesem Lernvideo erkläre ich dir, was eine Ballade ist und was sie ausmacht. Balladen sind im Prinzip längere Gedichte, man nennt sie auch Erzählgedichte. Das Besondere an der Ballade ist, dass sie lyrische, epische und dramatische Elemente vereint und eine Mischform ist. Die Lyrik spielt eine Rolle, da es sich bei der Ballade um lange Gedichte handelt. Gedicht insofern, als dass sie Strophen haben, Verse, manchmal Reime und ein Metrum. Die Epik spielt mit rein, da in der Ballade spannend erzählt wird von handlungsreichen Geschichten. Es gibt Höhepunkte, Wendungen, alles das, was zur Epik gehört. Die Dramatik spielt mit hinein, insofern die Ballade lebendig gestaltet ist und auch oft Dialoge enthält. Bei der Textuntersuchung der Ballade wirst du oft mit Aufgaben hindurchgeleitet, was du machen musst. Generell kannst du dir aber merken, dass du meistens eine Einleitung schreiben musst bei deiner Textanalyse. Da gibt es ein Stichwort, das eine Eselsbrücke darstellt, nämlich Tatte. Wenn du dir das merkst, kannst du die wichtigsten Dinge in die Einleitung aufnehmen. T steht für Textsorte, A für Autor, Thema, Titel und Erscheinungsjahr. Damit hast du alle wichtigen Informationen in der Einleitung geschrieben. Dann musst du meistens eine kurze Inhaltsangabe geben, wo du den Inhalt strophenweise zusammenfasst. Versuch dich kurz und knapp zu halten. Den Aufbau musst du auch öfter beschreiben. Da spielen natürlich die Strophen, die Verse und deren Anzahl mit hinein. Die sprachliche Gestaltung ist aufgrund der Nähe zur Lyrik natürlich immer sehr ausgeklügelt. Das heißt, hier schaust du auf sprachliche Besonderheiten und natürlich auch auf rhetorische Mittel. Generell kann diese Textuntersuchung natürlich aber variieren, das musst du bedenken. Das Ganze kannst du in unserem Text noch einmal nachlesen und mit Aufgaben vertiefen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal.